Ah, hier geht's noch weiter. Habe ich gar nicht gesehen. Das ist natürlich klar, dass wir hier noch weiter suchen müssen. Könnte das Irland sein? Das könnte sein, ja. Ich würde sagen, das ist auch Irland. Das wird Irland sein. Aber das hilft uns hier nicht weiter. Sehr schön, dass ein Detektiv immer auf so viele Sachen achtet. Achso. Das ist ein Tresor. Oh, er hat auch von Avernarius. Buch. Limited Edition, Exemplar 2 von 3. Ui. Wir lauschen, wenn du es lauschen nennen möchtest, der sentimentalen Romanze. Deine Augen wirken wie der Mond. Die haben es ja irgendwie mit ihrer Philosophie. Wenn sie nicht mehr zusammen sind, warum hebt O'Leary dann so viele Aufnahmen romantischer Augenblicke mit Helen Moore auf? Ist übrigens noch ein Tresor. Aber ich glaube, da müssen wir. Aber hier war da auch. Ah, da ist noch eine Lampe. Ah, gut. Hinter dem Gemälde verbarg sich ein komplettes Aktenregister voller pikanter Details aus dem Leben diverser Prominenter. Unter den Buchstaben S bis Z waren fast nur Sportler vorhanden. Hat O'Leary etwa das gemeint, als er sagte, Detektive und Polizisten seien seine Freunde? Wie viele für ihn wohl als Spitzel unterwegs sind? Und wenn ich damit machen würde, wen würde ich dann ausspionieren? Genau. Gucken wir uns das mal an, Stone L. Laut seiner Akte war Stone so sauber und unbestechlich, dass sich O'Leary für einen subtileren Ansatz entschied. Als er sich von der Tennisspielerin Helen Moore trennte, brachte er sie offenbar mit Stone zusammen. Er hatte Glück, denn sie wurden ein Paar. Als ich die Akte gerade wieder zurückstecken wollte, hielt ich inne. Wollte ich wirklich wissen, was O'Leary über meinen guten Freund, den unbestechlichen Kommissar, in der Hand hatte? Weil ich trau dem nämlich auch nicht, ganz ehrlich. Ich seufzte erleichtert auf. O'Leary hatte mehrmals versucht, Smirnoff zu kaufen. Ohne Erfolg. Oh, zum Glück hatte O'Leary nichts gegen ihn in der Hand. Oder gegen mich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte ihn für schmieriger gehalten. So. Jetzt lesen wir mal von Bobby Yale, den wir ja gesucht haben, die Akte. In Bobby Yales Akte konnte ich nur eine Aufstellung seiner unglaublichen Siegesserie als angehender Herausforderer finden. 20 Siege, 16 durch K.O. Allerdings hatte jemand am Ende der Akte ein Wort gleich mehrfach unterstrichen. Unbestechlich. Okay, das ist schon mal gut. So, den gucken wir uns nochmal an. Thorpe war vor dem Krieg ein kommender Footballstar gewesen. Bei seiner Rückkehr wurde er mit Ehrungen und Orden überhäuft. Nach Kriegsende setzte er seine Laufbahn fort. Er gewann 3 Saisontrophäen und eine Reihe von Auszeichnungen als wertvollster Spieler. Durch einen Unfall, bei dem er querschnittsgelähmt wurde, fand seine Laufbahn ein jähes Ende.
Vor 4 Jahren rief er seine eigene Sportmarketingagentur ins Leben. Doch den Akten zufolge hat O'Leary gar nicht erst versucht, ihn zu kaufen. Okay. Haben wir jetzt ja alle gelesen. Ist da auch noch ein Register hinter? Ah, ja, ist auch eins. Super. Aber ist ein geiler Versteck. Helen Moore. Helen Moores Akte war mit Abstand eine der pikantesten. Sie war bloß eine durchschnittliche Tennisspielerin gewesen, bis O'Leary ihre Karriere durch abgekartete Partien in Schwung brachte und sie die Weltrangliste stürmen ließ. Allerdings hatte O'Leary schon seit über einem Jahr keine ihrer Partien mehr verschoben. Trotzdem war sie unbesiegt geblieben. Wie auch immer, es war klar, dass O'Leary mehr als genug in der Hand hatte, um ihre Karriere zu ruinieren. Heftig, heftig. So. Jack haben wir nochmal. Oder Jake. So seltsam es auch scheinen mag, O'Leary hatte Jake gerade deswegen als Leibwächter angeheuert, weil dieser eine absolut blütenweiße Weste hatte. Offenbar umgab er sich gern mit ehrbaren Leuten, wenn er sich unter die High Society mischte. Hm. Hab ich schon fast gedacht. Tolles Aquarium. Da gibt es auch wieder ein Register. Das ist schon krass. Ob glückliche Fügung oder nicht. Unter N bis R fand sich niemand, der etwas mit dem Fall hätte zu tun haben können. Okay, ich dachte, wir müssen jetzt wieder Akten lesen. Ah, da ist wieder was. Da können wir wieder nachlesen. Ich hoffe, das bringt uns weiter. Die Akte zu Yales Vater war die dünnste. Nur noch sein Name war übrig. Warum? Ja, weil lange tot ist. Mann, was willst du nach erforschen? So. Frank Cassidy. Cassidys Akte war vielleicht die dickste in O'Learys Sammlung. Offenbar verband die beiden eine lange Rivalität. Deshalb hatten sie sich gegenseitig auf die unmöglichsten Arten und Weisen ausspioniert. Zumindest konnte ich bestätigen, was Yale mir gesagt hatte. Cassidy hatte dann bedroht, als dieser sich geweigert hatte, dem Verband der Manager beizutreten. Mhm. So, jetzt müssten wir noch 2 haben. Nee, eine noch. Ist es dann? Ich vermute mal, die hat ihren Vater umgebracht. War legendär. Selbst in O'Learys halbseidenen Akten. Ach nee. Genau wie von Yale erwähnt, hatte Joe vor etwa einem Monat einen von O'Learys Leuten aus dem Boxclub geschmissen, den er beim Herumschnüffeln erwischt hatte. Das ist ja nicht sie gewesen, sondern er, der sich erhängt hatte.
ein Crossler? Die gute Nachricht ist, dass ich dafür keinen Dietrich brauche. Die schlechte Nachricht ist, dass ich keinen Sprengstoff dabei habe. Ha. Das ist super. Selbst dann hatte er eine Waffe in seinem Büro. O'Leary konnte also nicht die Ausnahme von der Regel sein. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann hatte $200 in seinem Tresor gehabt. O'Leary hatte etwa 20.000 in einer Schublade. Hier noch irgendwas übersehen in der Ecke hier. Das ist nur der Tresor. Wir können ja mal F2 drücken, ob wir da schon was haben. Nee, da ist noch nichts. Am Schreibtisch selber war ja nichts mehr, ne? Ne. Oh, Telefon. Jake. Da kam jemand. Scheiße. Sind wir nun Helden der Arbeit oder nicht, Jimmy? Es ist mitten in der Nacht. Ein Problem. Und wir schieben hier Überstunden. Hey Jimmy, was hältst du denn davon? Ich glaube, der scheißt sich gleich ein, Desmond. Wie kommt's, Jimmy? Wir rollen für dich den roten Teppich aus. Wir lassen dich sogar ins Büro vom Boss. Du bist ein richtiger Glückspilz. Man kann echt nicht sagen, dass ich dich nicht gut behandle, Jimmy. Übel. Ja. Rede, du Trottel. Ja, ja. Also gut. Aber warum sind sie... Reg dich ab. Wie lange arbeitest du schon für mich, Jimmy? Drei Monate. Oh ja. Ich hab dich sofort angeheuert, als dein Vetter Martin gestorben ist. Ich brauche deinen Rat. Wie würdest du wohl jemanden bestrafen, der das Leben eines Unschuldigen durch Fahrerflucht ruiniert hat? Das weiß ich nicht. Und du, Wilson, was würdest du tun? Was würdest du unternehmen? Nein, bitte, nein. Oh, stell mal vor, du bist da im Keller gefangen. Ich hab doch gar nichts getan. Ich schwör's. O'Leary, die Polizei hat das Haus... Oh, das war... nicht gut. Nur keine Sorge, mein Freund. Aber wir können es ja nochmal probieren. Ich würde sagen, das war die falsche Antwort. Ich kann nicht gut behandle, Jimmy. Ja. Rede, du Trottel. Ja, ja, also gut. Aber warum sind sie... Reg dich ab. Wie lange arbeitest du schon für mich, Jimmy? Drei Monate. Oh ja. Ich hab dich sofort angeheuert, als dein Vetter Martin gestorben ist. Ich brauche deinen Rat. Wie würdest du wohl jemanden bestrafen, der das Leben eines Unschuldigen durch Fahrerflucht ruiniert hat? Das weiß ich nicht. Und du, Wilson, was würdest du tun? Was würdest du unternehmen? Nein, bitte. Das ist ein bisschen scheiße, weil... Ich hab doch gar nichts. Ich dachte getan. Nämlich, ich dass schwör's. Ich als Hund antworte und nicht als Black Cat. Black Cat. Er war einer von den Guten. Natürlich war dir das klar. Du hast ihn ja besser gekannt als ich, oder?
Er war ja mein Vetter. Deswegen habe ich dich ja angeheuert. Weißt du, Martin war ein guter Freund von mir. Und seine Witwe hat gesagt, du seist ein netter Kerl, der alles für einen guten Job tun würde. Und Alter, was für ein Arschloch. Und ich habe eine Schwäche für alle, die in Not sind. Aber weißt du was? Ich habe mit ihr geredet. Ich glaube, es war erst gestern. Sie sagte, dass du mit der Knarre ein paar unanständige Sachen mit ihr gemacht hast, Jimmy. Oh, so geht man doch nicht mit einer Witwe um. Die lügt! Warum sollte ich denn wohl sowas machen? Was ist mit dem Kleinen? Ja, nichts tun. Bist du dir sicher, dass du wirklich weißt, wie lange so ein kleiner Junge mit dem Kopf in der Kloschüssel die Luft anhalten kann? Elender Bastard! Ich wollte das doch gar nicht. Das war seine Idee. Nein, wir machen selbstlos da nichts. Bloß wie ich nun mal bin, war ich froh, mein Leben nicht für Jimmy riskiert zu haben. Ja, zumal wir ja vielleicht erschossen wurden. Vielleicht hat ja nicht mal jemand wie er es verdient zu sterben. Aber man könnte auch argumentieren, dass ich es nicht verdient hatte, für jemanden wie ihn zu sterben. Ne, zumal du das Spiel noch zu Ende spielen musst. Wer ist dein Boss? Los, raus mit dem Namen! Cassidy, das war deine Idee. Er hat gesagt, sie heuern mich an, wenn ich der Witwe Angst erlange. Also schön, ich hab schön. Nur. Beruhigen wir uns erstmal wieder. Wird alles gut. So, jetzt geht er unten in seine Schublade und er ballert ihn um. Heiligen Grundsätzen bestimmt. Das haben wir schon fast gedacht. Der erste Grundsatz ist die Liebe zu meiner Familie. Ich würde alles tun, um sie zu schützen. Der zweite Grundsatz ist, dass ich meine Zukunft niemals dem Schicksal überlasse. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Das haben wir schon gedacht. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen. Oder noch präziser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendwer einen dieser beiden Grundsätze in Frage stellen, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Kapierst du langsam, wohin die Reise geht? Wenn er ihn jetzt wegballert, der schöne Teppich. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen. Wobei ich ihn im Grunde nur verpfiffen habe. Nein, nein, ich würde gerne... Hör auf, mich zu unterbrechen, Jimmy. Ist einfach unhöflich. Wird ihn doch nicht im Keller da umnieten. Wir belassen's einfach dabei. Du wirst diesem widerlichen Walross Cassidy eine Nachricht überbringen, nicht wahr? Ja, klar. Was immer Sie sagen. Sicher. Bravo. Alter, so ein schmieriger Typ, ey. Wie lautet denn die Nachricht? Ach, Jimmy, mein Junge. Du kapierst es immer noch nicht, was? Du bist die Nachricht. Übel. Ekelhaft. Wickel den ein. Okay, wenn dafür, dass Cassidy unser Paket zum sie ihn auf dem Teppich, hoffe, wo er ausblutet, einwickeln, okay, dann hat er ja unten verstanden. Kleine Spuren im Keller, aber, ja. Was für ein Arsch. Na, wo steckst du denn, kleines Fischlein? Und wieder hast du dir meine Geschichte nicht zu Ende anhören können. Ich hoffe, wir kommen hier raus. Alter, haben wir Schwein. Ich habe nämlich gedacht, wir müssen uns da selber noch rausschleichen. Ich höre doch irgendwie weibliche Schritte. Nee, noch nicht. Was? Wo willst du denn hin, miese Katze? Na, miese Katze. Wie? Zwei heilige Grundsätze gibt es in meinem Leben. Der erste ist die Liebe, die ich für meine Familie empfinde. Oh, jetzt fängt er schon wieder an.
Und die zweite ist, dass der zweite. Niemals die Zukunft dem Schicksal überlassen. Ich gehe immer auf Nummer sicher. Und ich würde sogar noch einen dritten Grundsatz hinzufügen, oder noch besser, eine Regel. Sollte irgendetwas oder irgendjemand einen dieser beiden Grundsätze, dann nehme ich die Sache selbst in die Hand. Das erste Mal, als ich jemanden habe umlegen lassen, wobei ich ihn eigentlich nur verpfiffen habe. Nun, der Kerl ist im Hudson River gelandet, direkt bei Pier 27. Der muss mittlerweile nasser als ein Fisch sein. Scheiße, hätte ich mich doch mal versteckt. Sie hätten sein Gesicht sehen sollen. Was einem so in den Sinn kommt, wenn man glaubt, man muss gleich sterben. Plötzlich konnte ich an nichts anderes mehr denken als daran, wie gern ich doch einen Fisch als Haustier gehabt hätte. Haha, das ist ja mal geil. Also ich glaube, das wären meine letzten Gedanken, bevor ich abgeknipst werde. Spätestens da stand für mich fest, dass ich mir einen Fisch kaufen würde. Doch zuerst. Nie wieder. Heutzutage bereue ich nie etwas, ob ich nun selbst abdrücke oder nicht. Ich weiß nicht, es scheint mir sogar irgendwie Spaß zu machen. Der Typ zögert nie beim Abdrücken. Selbst wenn ich nicht gesehen hätte, was er Jimmy angetan hat, hätte ich doch gewusst, dass er nicht blufft. Falls irgendjemand noch Zweifel daran haben könnte, wer hier der Boss ist, lege ich meine dreckigen Schuhe auf diesen Luxustisch, um zu beweisen, dass das alles mir gehört. Naja. Seine Pupillen sind geweitet und ein kleines Lächeln umspielt seinen Mund. Dieser Wichser genießt das. Ja. Leider. Über seine Familie. Wenn ein Mafia-Boss seine Liebe für seine Familie kundtut, dann kann das nur bedeuten, dass er A. nicht zögern würde, deine eigene Familie zu zerstören, und B. dass er seine Frau betrügt. Ich wusste, dass ich es schaffen konnte, lebendig dort wieder herauszukommen. Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah. Nein. O'Learys Frau hat eine Affäre mit Colbert. Soll ich das O'Leary auf einem Silbertablett servieren? Oder Colbert drohen, damit er mich aus dieser Scheiße herausholt? Das ist eine gute Frage. Das war's, glaube ich. Wissen Sie was, Black Zed? So weit bin ich noch nie gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sie gehen mit Stil von der Bühne. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, weil ich Sie respektiere. Auch das, was Sie sagen. Aber eigentlich bin ich hier, um Ihnen zu helfen. Ihre Frau hat eine Affäre mit Colbert. Was? Ich? Ja. Niemals. Doch, klar. Drecksack. Die Sache ist die. Ihr Wort gilt mir nichts. Naja, und da Sie mir keine Beweise gebracht haben? In meiner Manteltasche, rechts. Oh. Black Sad. Oh, danke sehr. Jetzt ist der Colbert weg. Und es tut mir leid, dass ich voreilige Schlüsse gezogen habe.
Zuerst werden sie einfach so von meinen Leuten verprügelt. Und jetzt sind wir hier. Als sie uns anvertraut haben, was sie in Yales Apartment entdeckt hatten, tja, da wollte ich ihnen irgendwie schon glauben. Oh, okay. Aber natürlich ist ihnen klar, dass man auf dieser Welt niemandem trauen kann. Nehmen Sie, ist nur fair. Ich möchte für Sonja dann alles auf den Kampf wetten. Was sind Sie doch für ein Romantiker. Wir lauschen, wenn man es denn lauschen nennen möchte, der sentimentalen Romanze. Deine Augen wirken wie der Mond. Oh, ein Mann von Kultur, ein Freund der Poesie. Wie auch immer. Nur zu, machen Sie Ihre Wette. Ich setze alles auf Yale. Das war sehr mutig. Blacksad. Ist das nicht eine eher seltsame Zeit für einen Besuch? Ihre Nachricht war wichtig, aber doch nicht so dringend. Die hätte auch bis morgen warten können. Meinen Sie nicht? Nein. Wir Katzen und Wölfe jagen nachts. Genau, tagsüber schlafen wir. Alter, dass wir da nochmal rausgekommen sind. Das hat mich aber gewundert, aber komplett. Ich wünschte, ich würde gerade an einem Noir-Roman schreiben. Dann könnte ich den Erzähler ein paar pointierte, ironische Anmerkungen anbringen lassen, um zusammenzufassen, was ich gerade durchlebt habe. Die düsteren Gassen von New York erinnerten mich an den Zustand meiner Seele. Nein. Der Herbst hing über mir wie... Der Herbst traf mich mit der ganzen Macht meiner längst verlorenen Jugend. Nein, das ist es nicht. Nee. Der Herbst kam mit der ganzen Wucht des schlechten Gewissens über mich. Oh, noch schlimmer. Alter, was ist denn für einer? Wenn man sie umbringen will? Werde ich mal hier. Das ist für Assis. Zwei Schläge haben versucht. Der Herbst kündete vom eisigen Hauch des nahenden Todes. Alter, jetzt liegt er da an der Gasse, Mediokal, das ist auch scheiße. Aber immerhin wahrheitsgemäß. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Entgegen aller Wahrscheinlichkeiten erwarte ich am nächsten Morgen klaren Blicks und guter Dinge. Und ich hatte den unbekannten Angreifern zu danken. Die Prügel hatte ihren Tribut gefordert. Doch zum ersten Mal seit Monaten hatte ich wie ein Baby geschlafen. Bitte, Helen, Konzentration! Na gut, 5 Minuten. Gleich geht's mit der weithändigen Rückhand weiter. FBI, ich denke, er ist Geheimagent. Detektiv, meine ich. Also, Mr. Blackmore, was kann ich für das FBI tun? Die eigentliche Frage lautet, was das FBI wohl nicht mit Ihnen machen sollte. Sie drohen gerne, stimmt's? Na klar. Ich fühle mich ja durchaus geschmeichelt, aber es wäre schön, wenn Sie etwas weniger vage sein könnten, ja? Dann wären wir gleich mal konkret.
Na, was kommt jetzt raus? Die Banane? Wir vielleicht unter vier Augen reden? Alec! Komme! Sie haben 4 Minuten, Mr. Blackmore. Also, machen Sie das Beste draus. Man sagt, Sie hätten zurzeit ein Verhältnis mit Al Stone, dem Boxprofi. Stimmt das? Wow, das FBI weiß wirklich, was es tut. Wen von den 100 Millionen Amerikanern, die davon wissen, haben Sie denn erpresst, um an so streng vertrauliche Informationen zu kommen? Reden Sie doch nicht um den heißen Brei herum. Wir wissen, warum Sie mit dem zusammen sind. Ach, dann stehen Sie also auch auf seinen Bizeps. Desmond O'Leary hat Sie beauftragt, Stone zu verführen. Warum? Was? Nein, natürlich. Ich habe Al zufällig getroffen, bei einer Party. Gib's doch zu. Einer Party von Desmond O'Leary. Nein, das kann nicht sein. So gerissen kann doch niemand sein, selbst er nicht. Verdammt, ich hasse diesen Mistkerl. Wir wissen von Ihnen und Desmond O'Leary. Wow, Ihr Scharfsinn verblüfft mich immer wieder. Mann, die hat ja ein verstehe. Beim FBI werden die Sexualleben eingewickelt. Die Sache ist, also. Wissen Sie, ich würde gern diesen Teil meiner Vergangenheit ungeschehen machen, aber egal. Bereuen Sie etwas? Werbung bringt mehr Geld als Trophäen. Ist das zu glauben? Mit einer so zwielichtigen Gestalt in Verbindung gebracht zu werden, kann meinem Ruf nur schaden. Glauben Sie mir, man sollte sich niemals mit einem verheirateten Mann einlassen. Uns ist bekannt, dass in Ihrem ersten Jahr als Profi bei mindestens 6 Partien im Vorfeld Absprachen getroffen wurden. Und? Sie haben alle davon gewonnen. Wollen Sie mich beleidigen? Auf dem Platz gebe ich alles. Es ist nicht meine Schuld, wenn meine Gegnerinnen das anders sehen. Sie können die gerne vernehmen. Wie auch immer. Jetzt weiß ich, warum Sie O'Leary erwähnt haben. Mittlerweile auf jeden Fall ist sie gut geworden. Was haben Sie wirklich gegen ihn in der Hand? Und sagen Sie jetzt nicht illegales Glücksspiel. Bedauere, das sind vertrauliche Informationen. Oh nein, ich wollte gerade antworten. Ich meine das ernst, Miss Moore. Amerika kann es sich nicht leisten, dass jemand seine Grundfesten so erschüttert. Und Amerikas Liebling kann sich das auch nicht leisten. Helfen Sie uns. Reden Sie mit uns. Und warum sollte ich, Mr. Blackmore? Was habe ich zu gewinnen? Oder zu verlieren? Ihnen ist doch klar, dass Ihre Karriere am Ende ist, wenn publik wird, was wir wissen. Und das will doch keiner, oder? Das stimmt allerdings. Ganz einfach. So, Hinweis. Ich liebe dich jetzt und ewig. So, den hatten wir doch schon. Brauchen einen anderen. Jetzt zeigt er mir wieder den hier, ne? Oder? Kann die sich glücklich schätzen? Nee, ist ein anderer. Haben Sie Feuer, Sir? Die perlweißen Zähne von jemandem, der kaum raucht. Mache ich sie nervös? Mist. Fast kein Benzin mehr. Ja, weil der im Keller beim Chinesen zu lange mit dem Feuerzeug umgefummelt hast. Soll ich Ihnen meinen Trick verraten? Erst nach unten, dann nach oben, dann wieder nach unten. Oh. Meinen Sie, ich kann heute noch rauchen? Klar. Meinen Sie, ich kann heute noch rauchen? Ja.
Ja, guter Trick. Danke. Rauchen als Sportlerin, das ist doch tödlich, das ist doch für den Arsch. Ich weiß nicht, was Sie von mir hören wollen. Sie versuchen, O'Leary etwas anzuhängen, vielleicht aus gutem Grund. Aber bei mir sind Sie an der falschen Adresse. Glauben Sie mir, wenn ich auch nur die leiseste... So, Helen, es ist Zeit fürs Rückhandtraining. Avanti! Oh, jetzt kommt der da wieder an. Rauchen Sie? War mir ein Vergnügen, Mr. Blackmore. Hast du mein Wasser mitgebracht? Früchtchen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also richtig konnten wir ihr ja nichts rauslocken. Sie hat die Zigarette weggeworfen? Die ins Gesicht? Naja, freut sich der Fotograf. Was bist du doch für ein Loser? Zu dumm, dass ich Cassidy auf dem Fersen sein musste. Wäre ich da an Ort und Stelle gewesen, hätte Amerika keinen Liebling mehr. Genau. Also, was meinst du? Wir beide, wir tauschen nächstes Mal die Plätze, ja? Du bist dran. Was hast du herausgefunden? Ja, das wird dir gefallen. Bist du soweit? Ich habe Neuigkeiten, aber auch einen unglaublichen... Blackshirt? Mein Mann ist verschwunden. Was? Wer? Ach, Mrs. Colbert. Doch gestern Abend hat ihn jemand angerufen. Er hat gesagt, er müsse arbeiten und ist noch nicht wieder zurück. Seit gestern Abend hat ihn keiner mehr bei der Arbeit gesehen. Heftig, ja. Wir wissen ja, was mit ihm passiert ist. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das jetzt sagen soll, aber Ihr Mann ist tot. Sie müssen doch wissen, für wen er gearbeitet und was er beruflich gemacht hat. Das musste doch so kommen. Mrs. Colbert? Dieser Zaugenichts, dem werde ich die Augen auskratzen, dem reiße ich den Kopf ab, das wird er noch bereuen. Naja, ich hoffe, wir haben jetzt kein Mist gebaut. Ja. Aber was war das denn gerade? Hast du mir vielleicht nicht alles erzählt? Mag sein. Aber jetzt bist du an der Reihe. Erzähl mir mal von Cassidy. Komm schon, spuck's aus. Ich habe nichts gefunden, was zwangsläufig darauf hindeutet, dass Cassidy etwas mit dem Mord an Dunn zu tun hat, aber... Na, wenn ja, das komm. Keine Story ist... Aber ich weiß, dass Cassidy heute Abend Poker mit einem gewissen Howard M. Farnham II. Spielen wird. Oh. Einem texanischen Tycoon, der auch beim Boxen mitmischen will. Ja. Ich weiß auch, dass sich Cassidy und er noch nie persönlich getroffen haben. Und dass Farnham, der im Belfort Hotel abgestiegen ist, sein Zimmer nicht verlassen hat. Offenbar hat er die Nacht dort mit 3 Flaschen Bourbon verbracht. Also, nun zu meinem unglaublichen Plan. Ich schleuse mich ins Hotel, schlage ihn K.O. und übernehme dann, unauffällig, aber hochprofessionell, seinen Platz beim Poker. So müsste ich Cassidy zum Reden bringen. Na? Na, was meinst du? Das hört sich ja gut an. Unglaublich, oder? Ein super Plan, den machen wir doch. Du nächstes Mal um Helen Moore kümmerst, während ich Cassidy übernehme. Nein. Die Idee ist auf jeden Fall gut. So, wir beim Pokerturnier, das kann ja was werden. Der Hut zwischen den Hörnern.
Schönen guten Tag, Mr. Farnham. Was liegt an? Darf ich mich vorstellen? John Blackmore. Ich arbeite für Frank Cassidy. Er hat mich gebeten, Ihnen diese beiden Flaschen zu bringen, damit Sie entscheiden können, welche Sie für Ihre Partie bevorzugen würden. Ja, sicher. Ich wollte gerade gehen, aber schätze mal, die Sachen zum Angucken werden wohl eh nicht abhauen. Denke ich mal auch. Na, dann rein spaziert, Meister. In Farnhams Zimmer reinzukommen war leicht. Sein Vertrauen zu gewinnen, etwas ganz anderes. Doch ich habe ja immer noch ein Ass im Ärmel. Blackmore, alles klar, Partner? Das Vertrauen einer Person gewinnt man am besten, indem man sie glauben macht, dass man ihr selbst vertraut. Und manchmal sieht man sich dabei am besten mit der Wahrheit aus der Affäre. Mhm. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe einen Fremdgänger verraten und jetzt ist er tot. Du hast es dem Dieb gesagt und er hat die Ehre der Alten wiederhergestellt, ja? Sowas in der Art. Ja, dann? Wo liegt das Problem, mein Sohn? Du hast das Richtige getan und das Schwein hat gekriegt, was es verdient hat. Hör mal, du wirst noch deine Belohnung kriegen, mein Sohn. Von unserem Herr Jesus Christus. Und der Flasche hier. Einer der Tricks dieser Branche ist, sich der Vorurteile bewusst zu sein, die wir alle hegen. Wir vernebeln unser Urteilsvermögen und verstellen uns den Blick auf die Person, die wir vor uns haben. Wir sehen sie durch die Brille unserer Vorstellungen davon, wie genau sie unserer Meinung nach sein sollte. Doch ab und zu trifft man auf jemanden, dem es so sehr an Persönlichkeit fehlt, dass er nur noch als Stereotyp durchgehen kann. Farnham war nicht nur für sich genommen eine Schande, sondern auch für Texas und die Schöpfung insgesamt. Allein die Vorstellung, dass ich in seine Rolle schlüpfen sollte. Wie gern wäre ich wie du. Du scheinst mir so zufrieden zu sein, frei von jeder Last. Hör sofort auf, Partner. Glaubst du etwa, dieser alte Köter hier hat keine Zecken? Ich will dir mal was über meine erste Frau erzählen. Als ich mir Farnhams Vertrauen erst einmal erschlichen hatte, gerade er ist ja voll wie ein Amtmann. Ich herauszufinden, was ich wissen musste, um mich in ihn zu verwandeln und dabei am Leben zu bleiben. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ja, natürlich, bin ich nur der Howard. Ich bin Howard M. Farnham, der Zweite. Na gut, kennen wir uns. Was kann ich für Sie tun, Sir? Farnham war ein Trinker von Format. Ich musste diese Information irgendwie aus ihm herauskriegen, bevor er sich ins Delirium soff. Sonst hätte ich mir diese Information selbst beschaffen müssen. Findet ihr Infos, bevor die Zeit abläuft. Ding Dong. Interessanter Name für eine Stadt. Ja. Billy Bob's Barbe. Letztes Mal habe ich mir eine vietnamesische Rasur gemacht. Bitte. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Ah, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Hätten wir jetzt gesagt, wir pokern, wären wir bestimmt nicht reingekommen. Hat der Chef sein Messer am Leder? Habe ich auch noch nicht gesehen. Sie werden sicher verstehen, dass wir gar nicht vorsichtig genug sein können. Unser Gastgeber hat viele Feinde und die muss man in Schach halten. Absolut. Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Wie können Sie es wagen? Im Ernst? Ich würde nur zu gerne wissen, wie Sie das wohl finden werden, was ich mit Ihnen anstelle, wenn Sie meine Frage nicht beantworten. Was kostet eine vietnamesische Rasur? Kleingeld, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gefragt, wie viel.
Natürlich haben sie mir eine Quittung gegeben. Für wen hältst du mich, mein Junge? Ich werde es dir zeigen. Hab hier irgendwo... Sekunde, ich hol sie eben. Oh. Ich hab sie hier drüben. Bin gleich wieder da. Tja, das war's wohl. Ding Dong. Interessanter Name für eine Stadt. Scheiße, müssen die Quittung haben. Ich hoffe, ich finde die so schnell wie möglich. Das sieht doch gut aus. $20,000. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie die Quittung in der Tasche haben? Eigentlich weiß ich es ja schon, aber wer hat Ihnen gesagt, Sie sollen zu diesem Barbier kommen? Ich verrate dir mein kleines Geheimnis zu meiner ersten Frau, mein Söhnchen. Als ich diese Frau traf, hatte sie kein Benehmen, kein Geld, kein... Und das ist jetzt... Telefon. Farnham? Gütiger Himmel, wenn das mal nicht der Held des Tages ist. Ja, die Erinnerung ist schon wichtig. Da steckt bestimmt der Geist von Texas drin. Nichts steht so sehr für Texas wie ein Cowboy-Hut. Sehr schön. Lass mich doch, der Affe. Wird nicht leicht werden, wie ein echter Texaner rüberzukommen. Aber ich werde mein Bestes geben. Ja. Und eins müssen wir noch haben hier. mit seiner Hand. New York City. Wahrscheinlich brauche ich beim Spielen gar nicht seine Gesten nachzumachen. Aber schaden kann es sicher auch nicht. Wie auch immer, Kenny. Das stimmt, absolut. Danke, dass du die Partie mit Cassidy arrangiert hast. Oh, wir sammeln aber Hinweise jetzt hier. Dich, Bruder. Ohne Ende. Der verdammt nochmal verrückteste Texaner in New York. Mein guter alter Freund Kenny, der verdammt nochmal verrückteste Texaner in New York. Wissen Sie, wie viele Kennys es hier in New York gibt? Welcher Kenny? Also abgesehen davon, wann und wo die Partie sein wird, dem Passwort und der Menge an Geld, die Farnham eingezahlt hat, was brauche ich noch? Tja. Das ist eine gute Frage. Zum Glück gab es nur einen Kenny in Farnhams Adressbuch. Kenny X. Wohnhaft in... Super, Kenny X. Cornell Plaza, Manhattan. Umwerfendes Penthouse. Wundert mich nicht. Mr. X hat einen ausgezeichneten Geschmack.
Wissen Sie vielleicht, wonach er bei seinem letzten Besuch verlangt hat? Ja, das ist immer am besten. Ich hoffe, dass ich da was finde. Nicht mal eine Bibel. Immerhin ist es ein Trost, dass Farnhams Begleiterinnen es weniger schwer haben, wenn er einen über den Durst tränkt. Oh. Nicht sagen, Billy Bob. Das hier ist mein neuer Freund Farnham, stimmt's? Aber klar doch, Ihr Barbier wollte mir gerade eine Rasur verpassen. Ja. Die können Sie sich auch noch ein anderes Mal abholen. Billy Bob ist stets zu unseren Diensten. Natürlich. Hey, kommen Sie, gehen wir rein, bevor die den Bourbon ohne uns aussaufen. Ich habe ihn noch nicht gefilzt, Sir. Ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Das denke ich mal auch. Er ist ein ehrbarer Texaner. Ja. Ich bin mir sicher, er wird uns seine Waffe aushändigen, wenn wir ihn darum bitten. Klar, ja. Auf jeden Fall. So. Ist er bewaffnet oder unbewaffnet? Die riechen nach Party. Tja, wenn ich jetzt hier nicht beeile, habe ich gleich ein Problem. Ganz gleich, wie oberflächlich jemand auch scheinen mag, ja, es gibt immer einen Weg, sein Herz zu erobern. Sehr gut. Dann haben wir die Antwort noch gefunden. Es wird mir ein Vergnügen sein. Das glaube ich auch. Willkommen, meine Herren. Die Jetons sind auf dem Tisch und die Knarren im Tresor. Jetzt haben wir einen wunderbaren Pokerabend vor uns, inklusive Quarzerei und Bourbon. Also fangen wir an. Nehmen Sie Platz, Mr. Farnham. Lassen Sie mich das Vorstellen übernehmen. Zu meiner Rechten, in der grauen Hose, mit einem Kampfgewicht von 63 Kilo, der Besitzer des Pink Wise, des größten Fleischmarkts in ganz Manhattan. Ui. Mit anderen Worten, ein echter Hurensohn. Nichts gegen die Damen, die er auszubeuten pflegt. Unser amtierender Champion, Oswald Quintz. Ein Titel, den ich zu behalten gedenke, falls mir unser neuer Herausforderer nicht in die Suppe spuckt. Tja, man tut, was man kann. Jetzt mache ich mir aber Sorgen. Einem bescheidenen Spieler ist nicht zu trauen. Tatsache ist, dass unser Sportsfreund Farnham hier das größte und, wie ich meine, unterhaltsamste Etablissement in Texas hat. Wirklich? Das denke ich mal auch. Also Kollegen, was? Träum weiter, Quince. Ihm gehört ein Casino. Teufel auch. Und das ist noch nicht mal in Austin oder Dallas, sondern in einer kleinen Stadt namens, ach, wie hieß sie noch gleich? Mist, ich hab das doch neulich erst nachgesehen. Klang irgendwie komisch. Ich hasse das, wenn sowas passiert. Los, komm, sag schon. Alle Casinos in Texas sind nach Vegas umgezogen, wo Glücksspiel legal ist. Meinen Sie Ding Dong in Texas? Ding Dong, das war's. Genau. Wer kommt denn auf so einen Namen? Ja. Also Casino oder kein Casino. Hoffen wir nicht, dass er so viele Asse im Ärmel hat wie einst der selige Ventimiglia. Amen. Zu meiner Linken, in der braunen Hose mit einem Kampfgewicht von 180 Kilo,
Prank. Etwas mehr Respekt, ja? Der no. Tycoon der Gastlichkeit. Polly. Ja, Polly. Tycoon? Ich hab doch bloß eine kleine Bar mit Pooltischen. Die Kunden trinken so gut wie nichts und spielen noch weniger, aber bestimmte geschäftliche Transaktionen könnten nirgendwo sonst abgewickelt werden. Verdammt nochmal, Polly. Warum weiß ich deinen Nachnamen nicht? Oh Mensch, jetzt labert doch da nicht rum. Du hast ja keine Ahnung, wie gut der Anwalt meiner Ex ist. Frauen. Selbst den Namen nehmen sie uns noch weg. Du hast echt den Knall, Polly. No. Wenn Sie mit den Sehenswürdigkeiten durch sind, schauen Sie doch mal im La Iguana vorbei. Wir spielen Pool und ich gebe einen aus. Aber ich muss Sie vorwarnen. Meine Klientel ist nicht gerade scharf auf pelzige Gesellen wie Sie. Egal. Danke. Für Pool bin ich immer zu haben. Perfekt. Wird mir ein Vergnügen sein. Auf jeden Fall. Ich bin da. Poolschuppen aufmachen, Farnham? Ja, klar. Dieser Kerl hier will in Texas einen Boxverband aufmachen. Und raten Sie mal, bei wem er sich Rat holen will. Um ehrlich zu sein, mir machen gleich mehrere Sachen Sorgen. Ich wäre also für jeden Rat dankbar. Und? Was macht Ihnen Sorgen? Diese Sportler haben Affären untereinander, etwa Al Stone und Alan Moore. Wie ich sehe, sind Sie Abonnent von What's News. Genau. Ja, mein Starboxer, der amtierende Champion, hat eine Affäre mit Amerikas Liebling. Hey, ich habe ja nichts dagegen, wenn zwei Idioten sich ineinander verlieben. Verstehen Sie mich da nicht falsch. Aber das wirkt sich schon auf seine Leistung aus. Und auf die Karriere. Ich glaube nicht, dass er gegen Yale verlieren wird. Doch so langsam mache ich mir Sorgen. Billy Bob, bring den Bourbon. Wir verdursten. Ich gebe, und zwar mit einem neuen Deck. In diesem Etablissement zollen wir den Traditionen unseren Respekt. Poker ist so langweilig wie simpel. Ja, genau. Man braucht nur den Leuten ins Gesicht zu sehen. Und selbst der schlechteste Detektiv kennt diesen Trick. Allerdings muss man wissen, worum man spielt, wenn sehr viel mehr als nur Geld auf dem Spiel steht. Auf Sieg spielen. Ach verdammt, was? Schon wieder? Wie viele Runden haben Sie gewonnen, Farnham? Ich schwöre, Farnham ruft seine Frau noch an, bevor der Abend vorbei ist.